3 sind die Vorhut mit denen da drüben. Der erste Neuner fährt los. Wir sind dieses Mal mit 3 Neunsitzern unterwegs. Haha, wir werden immer mehr. Und das ist Lisa. Lisa ist Vlog Queen dieses Wochenende. Yes. Maureen und ich zeigen euch jetzt mal die Halle ein bisschen. Maureen ist verantwortlich für dieses Wochenende mal wieder, hat das organisiert für uns. Da ist sie. Die Bühne sieht so aus. Und die anderen machen gerade die Taschen fertig. Der etwas so. Andere ist wieder So, passt auf, ich beweise, dass wir hier mit ganz, ganz vielen Menschen sind, die alle extrem viel Spaß haben, nämlich jetzt! So, ich zeige euch jetzt mal, wie das hier in der Pause so aussieht. Also ich laufe mal eine Runde mit euch herum. So, es ist in der Regel so, wenn Alex im Vlog vorkommt, wird es nicht verwendet. Möchtest du auch was sagen? Bitte nicht verwendet. Und wer glaubt, dass das immer total luxuriös ist überall? Also das ist der Weg in Dirks Backstage-Bereich. Nicht, dass dieser Eindruck aufkommt, ich kriege immer ein Dessert. Normalerweise kriege ich Hauptspeise und dann Mund abwischen und ab auf die Bühne. Heute ist das mal anders. Versprochen, das wird der etwas andere Vlog. Jetzt seht ihr mal, was hier außerhalb des Seminars passiert. 5 Achtung! Fertig! Ja. Oh.
Und dann geht es los mit dem zweiten Tag. Ja, gestern war schon ziemlich, ziemlich cool. Und heute können wir das nur noch toppen. Auftritt mit Tibuta Schade. Es gibt jetzt eine kleine Überraschung für euch. Wenn ihr nämlich so ein geiles T-Shirt haben wollt, wie Lara und ich, müsst ihr bitte jetzt alle einmal aufstehen. Hände frei haben, alles was ihr in den Händen habt. Das war die Vertriebsoffensive Würzburg. Und ich habe jetzt noch was ganz Besonderes für euch. Die Lara macht gerade im Livestream mit dem Aber André ein Wunschkonzert. Und da mogeln wir uns jetzt einfach mal dazu. Mit dir an meiner Seite ist der Weg nicht lang. 1000 Kilometer hören sich mit dir so erträglich an. Ich hab die Sachen schon gepackt für unser Abenteuer. Hier kannst du uns was zu sagen. Das war ein sehr, sehr schönes Wochenende mit sehr begeisterungsfähigen Teilnehmern. Die sind so geil mitgegangen, wir haben das ausprobiert mit der T-Shirt-Kanone. Das war super, das werden wir noch viel stärker machen. Ich bin nicht so fertig wie sonst Sonntagabend, auch gut. Und ich hatte viel Spaß. Ich freue mich jetzt auf Dortmund. Größte dieses Jahr, 3000 Teilnehmer. Jetzt bin ich zurück zu Hause im Büro und möchte euch jetzt mal zeigen, was wirklich bei so einer Vertriebsoffensive passiert. Ja, mach doch mal. Das muss online gehen. Ist das schon online, die Kamera jetzt? Ja, ne? Ja, das wird direkt live übertragen. Ja, ja, das ist ja. Ja, genau. Die Leinwand. Genau, das ist direkt drin. Jetzt haben wir. So, jetzt nehme ich mal.